Uns wurden maßgebliche Unterlagen im April vorenthalten. Hätten diese Unterlagen vorgelegen, hätte die Lizenzierungskommission mit Sicherheit eine andere Entscheidung getroffen, als die damals getroffen worden ist. Wir ermöglichen dem HSV ausdrücklich, die Saison zu Ende zu spielen. Das heißt, die Lizenz wird erst zum Ende der Saison entzogen. Ob ein Spielbetrieb weiter möglich ist, muss der Insolvenzverwalter entscheiden. Das obliegt nicht uns. So wie ich die Zeichen deute, scheint es so zu sein, als würde der Spielbetrieb eher eingestellt werden. Sicherlich keine gute Nachricht, ganz klar. Mir tut es vor allem für die Jungs leid, für die Spieler. Ich weiß selber, wie das ist. Ich bin mit zwei Vereinen auch insolvenz gegangen. Deswegen weiß ich, wenn dann was zusammenbricht. Man hat sich eine Existenz aufgebaut und viele Jungs sind auch im Alter, wo es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, einen neuen Verein zu finden. Deswegen tut es mir leid für die Jungs, für die Stadt Hamburg auch. Ich glaube, so eine Stadt hat Bundesliga Handball verdient. Da gehört eigentlich eine Mannschaft rein. Das ist ein Stückchen immer noch im Inneren mein Kind ist und ich so lange dabei war. Wenn ein Kind eine Straftat begeht, dann gehört es bestraft. Und von daher ist das richtig und trotzdem sehr, sehr schade.